beim Lagerfeuer gestern Abend ist nur noch die Asche übrig geblieben und ein neuer Morgen hier bei Landvergnügen mit Sonnenschein. Da haben wir uns entschlossen, heute den Tisch zum Frühstück gleich hausen zu decken. Der Beet ist schon bei der Arbeit. Mal sehen, wie weit sie ist. Ah, hier hat sie schon angefangen mit Aufbauen. Genau, hier tun wir frühstücken heute. Mit Blick hinten auf die Berge. Die Gipfel sind noch weiß mit Schnee bedeckt. Das ist dein Lieblingsfrühstück, Beth. Ja. Diese Wurst. Ja, Toast und Salami. Ich esse da auch einen Schnitt heute mal mit. Mit dieser herrlichen Aussicht, gut gefüllten Magen und der Gewissheit dieses Spruches verlassen wir den Hof und fahren weiter Richtung Deutschland. Ich halte jetzt nochmal an und schwenke nochmal runter in die Ebene, wo wir jetzt herkommen, wo der Landvergnügen Bauernhof war, hier in diesem wunderschönen Tal. Also der Landvergnügenplatz ist eine klare Empfehlung, nach meiner Meinung, ökologische Tierhaltung. Also ich bin mir vorgekommen, wie vor 60 Jahren, als ich bei uns in Stelzendorf in Chemnitz zu den Bauern gegangen bin und habe die Kühe gesehen, die Schweine und die Ziegen und die Schafe. Genauso bin ich mir jetzt vorgekommen. Also schöne Fahrt heute. Wir sind jetzt in Oberdauern. Ein Wintersportort im Salzburger Land. Und ich habe jetzt gedacht, wo wir lang gefahren sind, wir sind in Liverpool, wo die Beatles herkommen. Im März 1965 drehten die Beatles den Film Help in Oberdauern. In dieser Zeit wohnten sie im Hotel Edelweiss. Als Andenken an die vier Legenden Sir Paul McCartney, John Lennon, George Harrison und Ringo Starr errichtete man die Statue zum 50. Jubiläum. Danke an euch vier für die wunderbare Musik, die von euch stammt und die meine Jugend total veränderte und beeinflusste. Also für alle Skifans, der 1. Mai, hier fährt man noch in Schussfahrt ins Tal. Also ihr könnt getrost noch die Skier einpacken zu Hause. Hier liegt genug Schnee noch, ich denke für die nächsten 14 Tage noch. Ja, ist Pistenbetrieb rechts und links der Straße. Ja, geht noch richtig Post ab. Ja, kommen sie überall noch runtergefahren hier. Also das ist schon eine spektakuläre Abfahrt hier mit 13% Gefälle. Das ist ja eine fiese Schlucht jetzt, wo wir durchfahren, Mann. Sind wir in Untertauern angekommen. So, ihr Lieben, ich zeige euch jetzt mal eine BMW-Maschine aus der Nähe. Vor uns habe ich sie gezeigt, wie sie durch die Kurven geschossen sind hier. Eine GT1600. Mit elektronischem Stabilisierungsfahrwerk und vom Feinsten her. Also gucken wir an. Und der Besitzer hat stolze 32.000 hingelegt. Eine Nahaufnahme von so einer Maschine her. Also bin ich echt begeistert. Ärgere ich mich, dass ich meine Beine nicht mehr drüber kriege. Jetzt wird das Gerät mal angelassen. Also eine gute Fahrt, ne? Der Hochkönig mit einer Höhe von 2941 Metern.
und es geht 15% berghoch. Also ich habe den ersten Gang drinne. Momentan Verbrauch sagt mir 41,6 Liter auf 100 Kilometer. Außentemperatur zurzeit 22 Grad Celsius. Wir denken hier oben, das ist der Hof. Und die Beet schickt mich diesen Weg hoch. Schau mal. Also ich nicht, aber das Navi. Wir sind jetzt umsonst hier hochgefahren. Das heißt, die Familie wohnt schon hier oben. Aber die hat uns gesagt, der Stellplatz ist woanders. Und da fahren wir jetzt wieder den Berg hinunter. Der Stellplatz befindet sich inmitten der grünen Wiesen mit wunderbarem Blick in die Berge, direkt neben einer Scheune. Der Fahrer hat schon mal seine Entspannungsposition eingenommen. Das ist Landvergnügen, hier in der grünen Wiese und hier die grünen Berge und hier ist unser Platz. Beth, ja? Einmal Kaffee servieren bitte. Auf der Wiese haben wir gelegen. Und wir haben Gras gekaut. Gut, dann kauen wir heute mal. Was hast du denn Feines gemacht? Eine Obstplatte mit einem schwarzen Kaffee dazu. Nach dem Kaffeetrinken relaxen wir noch etwas in unseren Stühlen und genießen die Natur. Die Bäuerin hat uns gesagt, dass unmittelbar über den Berg hinüber der Inn ist und wir einen wunderbaren Blick in das Inntal haben. Deshalb beschlossen wir, diese kleine Wanderung noch zu unternehmen. Ist das nicht ein schöner Abendspaziergang? Wunderschön. Wir blicken jetzt hier rüber aufs Kaisergebirge. Da haben wir den wilden und den zahmen Kaiser. Der wilde Kaiser ist etwas versteckt. Aber ich sehe einen wilden Mann. Also hier in der Nähe von der Kirche soll dieser schöne Blick sein ins Inntal. Mal sehen, ob man wirklich einen Blick ins Inntal hat. Ah, hier links öffnet sich das schön genau. Hier von diesem kleinen Platz in Eiberg, wo sich eine Kirche befindet, die Schule und der Kindergarten, hat man diesen wunderschönen Blick ins Inntal. Auch so schön kann eine Schule sein, mit solch einem fantastischen Blick in die Berge. Das ist noch nicht der Almabtrieb, sondern der Bauer hat uns erzählt, die Kühe gehen abends auf die Weide und morgens in den Stall, wenn sie gemolken werden. Also die gehen jetzt direkt bei uns unten am Wohnmobil vorbei. Die Enten weisen uns den Weg zu den Ställen, die wir euch natürlich noch zeigen möchten. Also die Kühe hier, die haben es natürlich sehr schön, kriegen frisches Heu, sauber, die Tiere sehen toll aus. Und hier ist ein Klang, guck mal an, die Mietzekatze fühlt sich wohl hier unten. Sie will aber, wie jede Katze, auch mal von Menschen gekrault werden. Wie viele Kühe habt ihr hier? Sind das alle hier? Ja, 20. 20, hä? Ja. Ne? Hey. Hier sind die Schwalben hinten hier, herrlich. Hast du oben Schwalbennest drin? Die Augen links. Diese Kuh bekommt in 3 Wochen ein Kalb. Für den Fortbestand der Herde ist also gesorgt. Jetzt verlassen wir den Kuhstall und jetzt gehen wir mal rüber zum Schweinestall. Guck, wie schön gut es denn geht. Ne? Die pullert. Und die andere, die schnüffelt dann. Mann, jetzt leckt die dann noch ab. Hat die gepullert, Mann. Jetzt lecken die eben ab. Ne?
So, Pferde gehören auch dazu zum Hof. Nach einer kurzen Rast auf der Räderbank gehen wir in den Hofladen. Wir sind jetzt im Bioladen hinten von dem Hof und schauen uns an, welche Produkte er hat. Es gibt Teigwaren, Honig, Marmelade, Fleisch und natürlich auch frische Eier, das Stück für 50 Cent. Ja, für 22 Euro haben wir ein bisschen was eingepackt. Das ist eine Kasse des guten Vertrauens. Und hier steckst du die 22 Euro hinein. Achtung, bitte Überwachung. Steck oder tust 20 Euro hinein, 2 Euro dort rein. Genau, und die 20 Euro klein hinten rein. Und der Peter schreibt jetzt noch was ins Gästebuch ein. Hier haben wir die Ruhe gefunden, die wir gesucht haben. Wir wünschen dem Hof eine gute Zukunft und viel Spaß und Freude bei der Tierhaltung, wo das Tier im Mittelpunkt steht. Vielen herzlichen Dank für die Gastfreundschaft und den traumhaften Platz. Liebe Grüße, Familie Schneider aus Chemnitz. Also uns hat es ja wieder sehr gut gefallen auf dem Landvergnügenplatz. Genau. Und wir werden das im Sommer nochmal wiederholen. Unsere Sommertour werden wir Landvergnügen Österreich. Genau. Wir sind jetzt auf der Fahrt Richtung Deutschland. Unser Abenteuer Balkan geht langsam zu Ende. Wir fahren jetzt hinunter in das schöne Inntal, was wir gestern schon vom Aussichtspunkt gesehen haben. Und wo uns müsste es gleich erscheinen, da vorne ist er, da hinten. So, bevor wir Österreich verlassen, tanken wir noch einmal. 37 Liter, 60 Euro. Und wie gesagt, für 1,59. So, wir verlassen Österreich und sind jetzt in Deutschland. Hier kommt er schon. Der hat eine Laich. Wenn die Sekretärin Frau Stockel ruft, es gabert a Laich, ist klar, die Rosenheim-Kommissare sind gefragt. Frau Stockel beruhigt mit, bleiben's ganz ruhig, fassen's nix an, wir kommen. Also wir sind in Rosenheim am Rathaus angekommen. Die beliebte Serie, die Rosenheim-Cops, wird hier gedreht. Das Gebäude wird im Film als Polizeipräsidium genutzt. Was wir nicht gewusst haben, man kann durch die Stadt eine geführte Tour machen auf den Spuren der Rosenheim-Cops. Echte Fans wissen, dass Kommissar Stadler oft am Ende eines Telefonates sein berühmtes Stadler-Ende sagt. Für uns war noch nicht Ende in Rosenheim. Ich besuchte noch eine Barberstube. So, ihr Lieben, schaut mal, was hier gemacht wird. Meine Ohren werden zugestöpselt, damit ich nichts mehr höre. Oder was machst du? Wachs. Was? Wachs. 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 Jetzt kriegst du noch Styling. So, ihr Lieben, jetzt war ich beim Friseur gewesen. Das ist der Name? Louis. Louis. Hier in Rosenheim. Also wer hier mal vorbeikommt, den kann ich gerne empfehlen, diese Barberstube. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Danke. Bitte, bitte. Danke dir. Jo, hier in der Kristalltherme in Kochel findet unsere Tour ein Ende. Also wir gehen jetzt noch ein bisschen relaxen ins Wasser. Wellness. Nach 2 Stunden Erholung in der Therme sind wir auf dem Parkplatz stehen geblieben und haben eine Nacht vor der Therme übernachtet. Am nächsten Tag sind wir zu unserem Sohn nach Geretsried gefahren, wo die Erstkommunion unseres zweiten Enkels stattfand.